RB94 nach Traben-Trarbach. Guten Nachmittag. Du übernimmst heute eine RB94 von Bullay nach Traben-Trarbach. Rüst nun erstmal deine 628 fertig auf. PZB, SIFA, ZZ an, lasse die Fahrgäste zusteigen. Deine Abfahrt hier in Bullay ist um 16.17 Uhr. Gute Fahrt. Ja, und damit Servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt hier im TS Classic auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann werden wir das Ganze doch mal machen. Als erstes mal die Türen auf alle Fälle aufmachen. Dann schalten wir uns einmal die SIFA und die PZB ein. Die Instrumentenbeleuchtung, das Zugspitzenlicht, den Fahrtrichtungswender nach vorne. Dann ziehen wir die Bremse mal auf 4,7 Bar zumindest an, damit da alles in Ordnung geht. So, ich weiß gar nicht, wo wir beim Ding. Wo man bei der 628 jetzt die Ding ändert, die ZZA Leerfahrt, na, Sonderfahrt, DB Regio, haben wir mehr. RB94 nach Traben-Trarbach, na schau her, ist ja alles Taco. So, dann müssen wir natürlich einmal hier gucken. In unser schönes Städtchen und natürlich auch unseren virtuellen Bürgermeister einmal begrüßen. Den Uwe Bullay sei mir gegrüßt, lieber Uwe, unser virtueller Bürgermeister hier aus diesem schönen Städtchen. Da kommt eine 425 eingefahren. So, sehr schön. Wir hätten schon Ausfahrt mit Langsamfahrt, aber wir haben ja noch ein paar Minuten. Oh, haben wir gesehen, das Bügelfeuerchen hat aber ganz schön blitzt oben am Panto. Die Stromrückgewinnung beim Bremsen. So. Innenansicht haben wir ja leider keine bei diesem Schmuckstück hier. Schön mit diesen Vorhängen, geil. Zugfunk. Das Ding hätte sogar eine Ebola, man glaubt es kaum. Ha? Gibt Einstellung für die ZZA draußen, aber das haben wir ja eh gemacht. Die Schalter für die, da ist sogar PZB schon. Ich hätte jetzt gemeint, dass es bei dem alten Schmuckstück vielleicht sogar nur Indusi heißt. So. Macht der Kollege. Ah, das sind zwei Erdbeerkörbchen. Das sind zwei Erdbeerkörbchen, 2426er. Ja, so ein Gefährt, mit dem man dann nach Trarbach rüberfahren könnte, wenn eine Wäscheleine dort wäre. Die ganzen Wenn und Abers, gell, das ist immer das wäre Fahrradkette. Meine korrigieren lassen, ich hätte immer gemeint, dass dieses wäre Fahrradkette ein berühmter Spruch eines deutschen Philosophen wäre. Ich hätte mir gemeint, das war der Loder gewesen. Und das war der Matthäus gewesen, dabei kommt ja der Spruch im Ursprung, aber wir irgendwann belehren lassen, dass das vom Pierre Steinbrück käme. In irgendeinem Interview hat er das einmal gesagt. Tja, glaubt es kann man lernt nie aus, gell? Ich hätte gesagt, ich hätte immer gemeint, das wäre von jemand anderes, aber naja. So, Abfahrt 16.17 Uhr, das heißt schon langsam dürfen sich die Türchen schließen. So. Dann fahren wir da mal langsam und gemütlich mit Fahrstufe 2 raus.
Schauen wir mal, ob wir uns aus der PZB befreien müssen oder wollen, sollen, können, dürfen, wie auch immer. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie in der RB94 nach Traben-Trarbach und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Über die Gleiser umwickeln, über die Weichen. So, und wenn wir mit ein paar Böchern über die Weiche drüber sind, dürfen wir vielleicht zur Streckengeschwindigkeit fahren. Außer wir müssen mit ein paar Böchern über die berühmt-berüchtige letzte Weiche im Vorweg drüber. Die würde jetzt ja da vor uns liegen. Ja, gackelt nicht. Schön, da hat uns die PZB auch rechtzeitig im Wechselblinken befreit. Können wir jetzt noch einen Blick riskieren hier? Ha? Bevor es ins Tunnelchen geht. Wir gerade so ein leicht bergauf und wir haben noch eine Ebene. Aber es geht, glaube ich, noch genau nach der Tunnelausfahrt geht es leicht nach oben. Auf eine der schönsten, eine schöne Stelle, wo man wirklich fantastische Bilderchen mag an dem TS. Von diesem Weinberg. Diesen Viadukt oder was immer das auch sein soll. Herrgott, Margot, da machst du wieder einmal ein Ding. Ja. Das wird ja typisch, da ist wieder der Vorsignal gewesen oder was wegen der Abzweigung. Was ist denn da wieder für ein Schmodder? Ah, genau da muss ich wieder. Genau da muss ich wieder das Foto machen, wo das Ding ist. Eieieiei. Schon wieder zu spät wahrscheinlich. Jetzt weiß ich nicht, dürfen wir das mit 60 mehr wuckeln oder sollen wir mit 40 mehr wuckeln? Wuckeln jetzt mal mit 60 drüber. Das ist garantiert zu schnell, aber das macht nichts. Kurze Durchsage: Den Kaffee bitte festhalten, der Weichenübergang wird jetzt etwas ruppelig. Ja, das Ding. Nein, ich fahre mit 60 drüber. Das ist jetzt eine Testfahrt. Wir müssen jetzt in Zukunft einmal die Widerstandsfähigkeit der Fahrgäste testen. In Zukunft sollte man mit 60 drüber gefahren werden. Uwe, gibt es bei dir im Ort auch einen Jormas am Bahnhof? Wenn nicht, unbedingt einmal einen bauen. Also beim nächsten. Bei der nächsten Stadtratssitzung unbedingt einmal einbringen und dann bitte gleich eine Warntafel aushängen für alle Leutchen, die nach Traben-Trarbach rüberfahren. Der Übergang auf die Nebenbahn erfolgt ab sofort mit 60 km/h. Das heißt, immer Deckel mitnehmen und vielleicht einen kleinen Lappen. Nächster Halt, Reihe. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung links. Eieieiei.
Oh. Nein, mag's gar nicht. Ich will's gar nicht sehen. Ich will's nicht sehen. Kennst du selber in der Außenansicht wechseln oder so? Ich will's nicht sehen. Schauen wir jetzt erst noch hinten, wenn wir ein paar Meter vom Bahnsteig weg sind, weil dann habe ich das gute Gefühl. Wir haben ja genau perfekt gestanden und fahren wir jetzt gerade weg. Also. Oh. Die Kommentare wieder. Die Smileys jetzt. Jeder wird jetzt vom Ding sitzen und das erste breite Grinsen schon beim. Das erste Grinsen schon beim. Bei der Zwangsbremsung und jetzt das nächste Grinsen beim Verbremser. Aber da lassen wir uns ja gar nicht ärgern auf dieser schönen Fahrt. Oder da ranken aber auch schon wieder das Unkraut da hoch gesehen. Normalerweise war das eine Trafostation, wenn es gar nicht genau aufpasst. Oder war das eine Hauswand? So. Wir haben vorne am Haus war so eine Kletterrose, die wollte meine Frau unbedingt da haben. Am Haus dann so ein komisches so ein Gitter hindübeln müssen, ein wenig, damit die Rosen da dann im Sommer oder im Frühjahr immer an diesem Gitter hochwachsen. Natürlich eine verschleißfreie Bremse auch nicht schlecht. Bei einem Dieselfahrzeug würde natürlich keine E-Bremse gehen und war höchstens ein Retarder angesagt. Warum ist die Kisten vielleicht im Original her? Dass die dann mit Druckluft bremsen und auf die Bremsklötze und Scheiben immer drücken, sondern dass du so irgendeine Retarderfunktion runterbremst. Köven. Warte mal nicht noch. Sieht man nicht. Aber auf die Ansage fahren wir schon zu. Wow. Das klingt aber außen, glaube ich, sympathischer. Das schaut echt gut aus. War in Mintgrün natürlich jetzt auch noch schick, gell? So. So? Schön unterwegs hier. Das ist das SPV Nord. Fahren wir vorne mit der 928 mit dem Steuerwägelchen unterwegs. Der Motorwagen hängt da hinten dran.
Wir werden also geschoben. Nächster Halt, Köwenich. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung rechts. So, wenn wir damit so was sauber zum Stehen kommen, wieder wie vorhin. Nein, das ist der vordere Bahnsteig, oder? Ja. Das ist aber auch komisch, gell? Warum muss man da eigentlich für zwei halten? Dass man wahrscheinlich immer nach dem BI steht. Ja, unter einem Bar, das gibt ja nicht immer einen Halteruck. Haben wir noch Köwenick und dann haben wir schon Trabach hinten. Trabach. Das für Kisten da wieder. So, das sind irgendwelche BMWs da stehen oder was sollen das sein? Camping? Ja, kein Campingplatz da, das ist ja der Wahnsinn. Parkplatz. Aber so schaut es schon aus, gell, wenn man die Schnauzen fahren sieht jetzt von dem Auto, könnte ein 5er Touring sein. Nix voll krass 3er BMW ist voll krass 5er BMW. Na, dann haben wir den Abflug 31. Haus Nummer 44. Hallo wach! Nicht, dass im Camper noch jemand schläft. Das Nachmittagsnickerchen müssen wir mal aufwecken. Um 16.31 Uhr wird nicht mehr gepennt hier. Oh, da müssen wir wieder ein bisschen ausmähen. Da muss man wieder das DB scharf oder die DB scharf heran. He? Ich glaube, diese Pfeiftafeln auch schon ein oder zwei übersehen habe, oder? Kann ja mal jemand zurückspielen und kann mal einen Counter machen, noch wie viel P-Tafeln ich jetzt wieder übersehen habe.
Gibt es die Strecke eigentlich noch? Wird die noch befahren? Wird die noch benutzt oder ist die auch schon eingestampft worden? Das waren halt früher, gell, die Nebenbähnchen. Wo jeder froh war früher, dass es die Deutsche Bahn gab. Wo noch nicht jeder selber ein oder zwei Autos hatte. Aufpassen, nicht, dass ich wieder in die Außenansicht gehe und dann wieder der Vorsignal übersehe, weil da wird mit Sicherheit so ein Ankündiger sein, mit mindestens langsam Fahrt, wenn man da in einen Kopfbahnhof. In den Kopfhaltepunkt eine Fahrt. Traben-Trarbach. Unser Zug endet dort. Auf Wiedersehen. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Nicht, dass irgendwo ein 500. Ah, da ist er schon. Ja. Alles cool. Keep cool, Herr Trennsimulator. Chill out oder chiller wenig halt. Da kein Grill irgendwo im Garten drin, also nur eine Wäscheleine. Hoffentlich gibt es in dem Edeka-Markt auch irgendein Café to go und oder gute Bäckerei, weißt schon, wo du jetzt als Triebfahrzeugführer mal schnell zum Edeka rüber huschen kannst. Ja, der Christoph ist auch da schon, ja. Liebe Grüße an den Semmering. Der Herr Kantner kauft gerade beim Edeka. Ja. Schnell da über den Zaun rüber springen kann und sich ein Käffchen holen kann. Und vielleicht irgendeine gute Mondschnecken oder sowas. Oder ein Quarktäschchen. Da bringst du aber auch mit Ach und Krach, dass du eine kleine Lok einbringst, oder? Das war halt wirklich geil, wenn es mal so eine schöne V100 geben würde, mit der man da noch hinten tuckern kann. Zwei so Silberlinge dran, gell, oder einen. Kannst dann da parken. Ein Silberling, weil mehr bringst du dann nicht mehr hier zum Abkuppeln und zum Wenden. Ah, ich glaube, nein. Was stehst du dann vorher auf der Weichen? Das glaube ich war ein Kakadu. This wäre not the yellow from the egg. Guck mal, denn da einfach so im Bahnhof. Na gut, Transporten da drin ist jetzt auch nicht viel, weil. Na so. Ich weiß nicht, wie oft das die Linie da fährt. Der kleine Pendler da. Was ist hier? Ausgang Bismarckstraße. Gibt es da Heringe? Ausgang Stadtmitte. Ja. Wo ist der Ausgang zum Edeka? Warum gibt es da nicht? Oh, eine Ameise. Jetzt hast du erst einmal Pause bis 16.43 Uhr, dann geht es wieder zurück als RB 1382 nach Buller. Gruß Kian. Liebe Grüße zurück. Ich hoffe, die Fahrt hat euch Spaß gemacht. Verabschiede mich von euch über einen netten Kommentar. Ein Däumchen nach oben und ein Abo würde ich mich natürlich freuen.
Bis dahin alles Liebe und Gute, bleibt's gut, lasst euch nicht ärgern. I am Everick.